Ich freue mich, dass ich in eurer Mitte bin, dass wir diese Stunde gemeinsam erleben dürfen, diese Predigtstunde, und dass wir gemeinsam über Gottes Wille für uns als Menschen nachdenken können. Es ist schon eine Zeit her, dass ich das letzte Mal bei euch war, und damals war das im Auftrag dieses Logos. Das Logos der Sabbatschule. Ein ganz außergewöhnliches Logos. Und zwar seht ihr eine Weltkugel von, ja, man könnte sagen, 4 Pfeilen durcheilt, die Bibel im Hintergrund. 2 Symbole sind typisch adventistisch. Die Bibel als Hintergrund und dann die Weltkugel. Aber da ist etwas anderes an diesem Symbol. Üblicherweise lieben wir die 3. Unser Logo hat 2x3 Flammen, die sich um die Erde winden. Als Symbol für die dreifache Engelsbotschaft, für die Dreieinigkeit Gottes, die hinausgetragen wird in die Welt. Aber hier das Logo der Sabbatschule hat 4 solcher Pfeile. Warum? Am 13.07.2013 war ich das letzte Mal hier in Bogenhofen. Damals habe ich eine Predigt gehalten: Sabbatschule neu entdecken. Sabbatschule neu entdecken. Das war damals mein Wunsch, mein Ziel, meine Hoffnung. Und heute in meiner Predigt möchte ich noch ein bisschen weitergehen. Ich möchte mit euch über das Traumprojekt Sabbatschule sprechen. Und es ist schon angekündigt worden, dass wir einen Tag der Sabbatschule haben. Wir haben die Sabbatschule gemacht, haben über Johannes 17 gesprochen. Wir haben eine Predigt zum Thema Sabbatschule. Und heute Nachmittag ist ein Seminar zum Thema Sabbatschule. Und ich möchte euch auch nochmal von meiner Seite einladen, wer Interesse hat, das, was er heute Vormittag hört. Und das, was ihr heute Vormittag hört, ist zum Teil eine Wiederholung und zum Teil ein Ausblick, dass ihr, wenn ihr sagt, da möchte ich das Ganze vertiefen, da möchte ich mitmachen, da möchte ich gerne mitarbeiten, dann kommt heute Nachmittag. Lade ich euch ganz herzlich dazu ein. Traumprojekt Sabbatschule. Man sagt ja so oft, Träume sind Schäume. Und so ein Schaum, wenn er noch so ganz leicht ist, tatsächlich, den kann man ja ganz leicht wegpusten. Und manchmal in meiner Arbeit als Abteilungsleiter für Sabbatschule bin ich mir so vorgekommen. Da habe ich so einen Traum und er fliegt so weg. Es ist schon eine interessante Sache, zu träumen. Wie gehen wir mit Träumen um? Eine Sache der Träume ist, man weiß vielleicht noch am Morgen, wenn man aufwacht, dass man geträumt hat. Aber er ist dann schnell verflogen. Spätestens eine Stunde nach dem Aufwachen wissen 99% der Leute nichts mehr von ihrem Traum. Traumprojekt Sabbatschule hatte auch dieser Mann, James White. Er hat versucht, die Sabbatschule überhaupt erst einmal ins Leben zu rufen. 1852 hat James White
die erste Sabbatschullektion geschrieben. Er hat sich gedacht, wir sollten doch mal wieder gründlich studieren. 1844 war schon eine Zeit her. Sie haben festgestellt, es kommen immer neue Gläubige und wir sollten ihnen helfen, dass sie das Wort Gottes und das, was wir als Adventisten glauben, gut studieren. Und ich fand es ganz spannend, wie lang er an der Sache dran geblieben ist. Viele der Träume von James White sind so wie Schäume vergangen. Er hatte tolle Ideen. Wenn ihr mal so ein bisschen Adventgeschichte euch anschaut, was der Mann alles an Ideen hatte und die er umsetzen wollte. Aber manches waren Schäume. Aber an dem Traum ist er dran geblieben. Es hat begonnen, dann war wieder nichts mit der Sabbatschule und es hat seine Zeit gedauert. 11 Jahre hat es gedauert. 1863 war es dann so weit, dass die Sabbatschule kontinuierlich herausgekommen ist. Bis dahin war die Sabbatschule einmal ja, einmal nein, macht man es nicht. Und es hat 11 Jahre gedauert, bis dann tatsächlich jeden Sabbat, jeden Sabbat in den Gemeinden eine Sabbatschule studiert worden ist. Viertel für Viertel ist es vorangegangen. Es hat seine Zeit gedauert, aber damals hat man sich schon Gedanken gemacht, was wollen wir denn überhaupt mit der Sabbatschule erreichen? Und hier seht ihr die 4 Pfeile, die, mit denen die Sabbatschule die Welt erreichen will. 4 spezifische Grundsätze, die Sabbatschule ausmachen. Da ist das Studium, das Studium des Wortes Gottes. Selbstverständlich. Das machen wir auch heute noch. Dann, interessanterweise, und deshalb habe ich auch den Text aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 genommen, für die ersten Christen ging es nicht nur darum, dass sie gemeinsam in der Lehre der Apostel waren, sondern sie haben auch Gemeinschaft gepflegt. Gemeinschaft. Für die ersten Adventisten war klar, wir wollen zusammen nicht nur das Wort Gottes studieren, sondern wir wollen auch eine Gemeinschaft erleben, die uns geistlich erbaut, mit denen wir fähiger werden, Werkzeug Gottes zu sein. Und deshalb hat man, und da habe ich das zweite als englisches Original, Community Outreach, ich habe es einmal mit Nachbarschaftshilfe übersetzt. Wie können wir unseren Nachbarn helfen, sich in der Sabbatschule Gedanken machen, wie können wir unseren Nachbarn helfen, für sie da sein, sie ermutigen, sie erreichen. Und natürlich die weltweite Mission. Ich habe das Empfinden, als Adventgemeinde haben wir das ein bisschen zersplittert. Was von der Sabbatschule, von diesen 4 Grundsätzen, von diesen 4 Pfeilen, die die Welt ereilen sollen, mit denen wir die Welt erreichen wollen, ist das Studium übrig geblieben. Als ich 1978 getauft worden bin, war ich in einer kleinen Gemeinde und ich habe es ganz spannend gefunden, dass es sowas wie die Sabbatschule gab. Als ehemaliger Katholik kannte ich ja nur den katholischen Gottesdienst. Wie lief es damals bei mir ab, als ich in die Gemeinde kam? Die Geschwister waren zusammengesessen, es war eine Gemeinde, ich war 22. Und dann war eine große Lücke, es waren ältere Geschwister, sie waren ganz lieb, ich habe sehr viel Liebe gelernt dort, aber die Sabbatschule war ganz spannend. Damals gab es das Sabbatschulheft und auf jeder Seite waren, so wie auch heute noch, mehrere Fragen. Und das Sabbatschulgespräch lief folgendermaßen. Der Sabbatschulleiter hat die Lektion geöffnet
und hat vom ersten Tag die erste Frage gestellt. Und die Geschwister waren ganz brav und haben aus ihren Lektionen das vorgelesen, was da in der Lektion stand. Und dann kam die zweite Frage, die Geschwister haben das wieder vorgelesen, was da in der Lektion stand. Dann kam die dritte Frage und so weiter. Und irgendwann kam dann der Gemeindeleiter auf die Idee, Bruder Katzmetzack, da ist ein Sabbatschulseminar in München. Ich war damals in der Gemeinde Passau. Fahr doch du als junger Mann mal hin. Und da bin ich dann hingefahren und dieses Sabbatschulseminar hat damals ein junger Prediger gehalten, der mit mir inzwischen auch ergraut ist, Eckehard Müller. Vielleicht sagt dem einen oder anderen dieser Name was, der hat damals dieses Sabbatschulseminar gemacht. Und ich sage euch, der hat uns da Sachen beigebracht, wo wir gesagt haben, wie soll man denn das in die Praxis umsetzen? Der hat nämlich davon gesprochen, dass man sich ein Ziel setzen soll, wenn man das Gespräch führt. Und dass man auch persönliche Fragen stellen kann. Und dass das nicht immer nur aus der Lektion zum Vorlesen ist. Und ich habe mir Gedanken gemacht, oh Mann, wie soll ich das in meiner Gemeinde machen? Und tatsächlich, wenn man so auf ein Seminar geschickt wird, dann kam gleich die Frage, so Bruder Katzmetzack, jetzt hast du das Seminar besucht, jetzt machst du mal gleich die nächste Sabbatschule. Ja, und das war kein Kreis, das war noch so richtig, wie man so schön sagt, von vorne. Das heißt, da war eine Sabbatschulklasse in Passau und die habe ich von vorne gemacht. So, was machst du jetzt? Der Eckehard Müller hat mir einen Tipp gegeben, fängst langsam an, tust erst einmal vielleicht die Fragen umstellen und dann irgendwann, wenn sie sich daran gewöhnt haben, dass der Bruder Katzmetzack die Fragen umstellt, dann stellst du vielleicht eine eigene Frage. Ah, trotzdem, ich sage, ich war aufgeregt. Ich bin sowieso immer ein bisschen aufgeregt, schwitze leicht, war ganz aufgeregt. Und dann habe ich die erste Sabbatschule gestellt, habe die erste Frage gestellt, die zweite Frage. Und dann bin ich zur fünften Frage gesprungen. Und das Ergebnis war ungefähr solches Geräusch. Also blättern. Und irgendwann kam dann eine Hand und sie hat gesagt, Bruder Katzmetzack, du hast die dritte Frage vergessen. Und ich habe ihnen erklärt, es kommt schon noch. Und dann irgendwann habe ich tatsächlich meine erste eigene Frage gestellt und ähnlich lange Zeit Stille, aber sie kam. Und was ich ganz toll fand, meine lieben alten Geschwistern waren lernfähig. Und irgendwann, der traditionelle Gemeindeleiter hat dann auch angefangen, eigene Fragen zu stellen. Und ich war begeistert. Tatsächlich, es ist möglich, etwas zu verändern. Und diese Hoffnung hat mich eigentlich durch mein Leben getragen. Es gibt immer wieder Situationen, wo man sagt, meine Güte, warum ändert sich nichts? Aber ich weiß, Veränderung ist möglich. Eingefahrene Wege können verlassen werden. Wir könnten wieder diese vier Bereiche der Sabbatschule in der Sabbatschule verwirklichen. Wir haben sie getrennt. Wir haben gesagt, okay, es gibt den Missionsbericht, das ist dann erfüllt die Mission. Die Prediger, die BEs, und vielleicht noch das Missionsteam, das schickt man raus zur Nachbarschaftshilfe oder wir bilden ein Team und wir haben die Sache delegiert. Die anderen machen es schon. Hauptsache, wir können unsere Sabbatschule in Ruhe diskutieren. Und manchmal diskutieren wir ja um des Diskutierens willen. Wollen wir wirklich etwas erreichen? Wollen wir Ziele erreichen? Das, was ihr hier seht, hat seine Zeit gedauert, bis es so zur Wirklichkeit wurde. 1885 ist dieser Auftrag, ihr seht, der ist schon sehr alt, formuliert worden. 1956 gab es das erste Sabbatschulhandbuch, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie macht man denn das alles?
da stand es auch wieder drin. Und ich gebe zu, ich habe davon nichts gewusst. Auch als Prediger nicht. Erst als ich im Bereich Abteilung Sabbatschule verantwortlich war, habe ich das hier gelesen. Ich weiß noch, in den 1990er Jahren habe ich irgendwo von Ferne gehört, in meinem kleinen Passau und Deckendorf, wo ich damals war, dass es Sabbatschulaktionsgruppen gibt. Du meine Güte, was ist denn das? Und dann bin ich, Vorsicht, dass der Bildschirm hier weiter funktioniert. Gleich was trinken. Okay. Habe ich dieses Buch gefunden. Ist von einem Österreicher. Der hat sich die Mühe gemacht, ein Manuskript von einem Calvin Smith zu übersetzen. 1993 gibt es dieses Buch. Gemeindeaufbau durch Sabbatschulaktionsgruppen. Ich bin zu eurem Bibliothekar hier in Bogenhofen gegangen und er hat es mir rausgesucht. Gestern hat er mir es gegeben. Johannes, wie viele Exemplare hat die Bibliothek? Eins. Also eins ist noch da. Es gibt es auch im PDF. Und ich sage euch gleich noch was dazu. Nächstes Jahr, hoffentlich recht früh nächstes Jahr, wird es ein neues Buch der Abteilung Sabbatschule geben. Wir werden sie jeden Prediger und jeden Sabbatschulleiter zur Verfügung stellen. Nämlich ein Mann namens Paolo Benini hat das Ding hier anscheinend gelesen und hat versucht, das in die Tat umzusetzen und war so begeistert davon, dass er wieder ein neues Buch geschrieben hat. Und jetzt haben wir es übersetzt und es wird nächstes Jahr kommen. Und ich lade euch herzlich ein, dieses Buch zu lesen und umzusetzen. Aber ihr braucht gar nicht so lange zu warten. Ihr könnt heute Nachmittag kommen. Da werden wir erste Schritte gehen. Der Johannes Kober hat hier in Bogenhofen einiges vor und ihr werdet tolle Möglichkeiten haben, hier in Bogenhofen das schon einmal umzusetzen. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Schritt, diese vier Elemente ganz, ganz kurz erklären und mit euch das durchgehen. Okay. Geht nicht, einfach weiterschalten, keine Ahnung, ich hoffe, ich habe das Wasser nicht drüber gegossen hier. Kann man weiterschalten, hier geht es leider nicht. Soll ich ausschalten und wieder anschalten? Aha, okay. Hier habe ich nochmal, um an meinen Traum dran zu bleiben, meinen Traum formuliert. Ja? Viele von euch haben sich schon Gedanken gemacht, wie kann ich an Zielen dranbleiben, kann ich nur empfehlen. Ihr werdet die Studenten machen, Leiterschaftsausbildung, euren Traum schriftlich zu formulieren. Denn Träume sind oft Schäume, wenn wir sie nicht schriftlich formulieren. Ich persönlich habe meinen Traum so formuliert, als Leiter der Abteilung Sabbatschule organisiere ich Seminare und Tagungen, erstelle Material und berate in persönlichen Gesprächen Prediger, Sabbatschulen und Gesprächsleiter, damit diese befähigt werden, Aktionsgruppen zu organisieren und zu leiten. Bitte weiter. In denen erstens die Bibel nach biblisch-adventistischen Grundsätzen studiert wird, um christliches Leben anhand biblischer Prinzipien zu durchdenken und Ansätze für deren Umsetzung zu finden. Das ist eigentlich das, was wir machen sollten in der Sabbatschule, wenn es darum geht, die Bibel zu studieren. Wie mache ich das? Heute Nachmittag freue ich mich ganz besonders, dass der Bruder Markus Gritschenberger, der neue Abteilungsleiter für die Sabbatschule, kommt. Und wir werden wirklich miteinander uns anschauen, wie kann man denn das machen?
dass man in einen Text tief hineingeht. Denn ich habe das Empfinden und ich habe das schon oft erlebt, dass man sich über einen Text Meinungen austauscht. Und wir im Sprachgebrauch der Theologen heißt es, eine Eisegese machen. Das heißt, in den Text etwas hineinzulegen, statt eine Exegese zu machen, aus dem Text etwas herauszuholen. Und das ist wichtig. Darum steht hier, studieren. Ich habe es extra fett gemacht. Wir müssen als Adventgemeinde wieder lernen, die Bibel zu studieren. In Vergleichen mit anderen Kirchen sind wir weit zurückgefallen. Wenn es um das Studium des Wortes Gottes geht, hat es einmal so eine Studie gegeben, zwischen den verschiedenen Freikirchen sind wir an 15 von 17 untersuchten Gemeinden gewesen, die noch ordentlich die Bibel studieren. Das müssen wir wieder machen. Vielleicht hat leider die Sabbatschule dazu beigetragen, dass wir aufgehört haben zu studieren, weil wir am Sabbat nur noch Meinungen austauschen. Wir müssen die Bibel studieren, das war meine Vision. Bitte, nächster Punkt. In denen Gemeinschaft, selbstloser Dienst am Nächsten und Mission integrale Bestandteile sind und praktisch erlebt werden. Ich habe mir das hingeschrieben. Ich habe mir einen Plan gemacht und da habe ich es mir aufgeschrieben, sonst hätte ich wahrscheinlich lang aufgegeben. Ich war in einem Sabbatschulseminar in einer Gemeinde, versucht, es den Leuten nahezubringen. Und eine der Reaktionen war, Bruder Katzmann sagt, das ist zwar alles nett und schön, was du da machst, aber wir machen weiter mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Muss man verarbeiten. Muss man sagen, ja, manche sind nicht bereit, aber ich habe immer wieder erlebt, dass Gemeinden bereit sind, sich zu verändern. Wieder zum Ursprung zurückzugehen. Immer wenn ich beim Hofer zum Einkaufen gehe, bin ich ermutigt. Denn da gibt es eine Marke, die heißt Zurück zum Ursprung. Da möchte ich auch hin. Ich möchte gern konservativer Mensch sein. Ein Mensch, der sich an den guten, ewigen und guten alten Werten wie dieser erinnert. Der schon über 100 Jahre alt ist, aber die so eine Kraft hätten, wenn wir sie umsetzen. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Danke, Technik. Also, ich schaue mir das nochmal an. Bibelstudium, Gemeinschaft, Nachbarschaftshilfe und Mission. 4 Elemente. Ich weiß, das ist schwer zu merken. Psychologen sagen, du kannst dir 1 merken, am besten vielleicht noch 3, aber 4 nicht. Das ist schwierig. Ich verlange heute schon etwas Schwieriges von euch. Merkt euch diese 3 Dinge. Bibelstudium, Gemeinschaft, Nachbarschaftshilfe, Mission. Das ist es, was Sabbatschule ausmacht. Das ist es, was eine Gemeinde beleben, erneuern und wieder fruchtbar machen kann. Bibelstudium. Ihr kennt diesen Text aus 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wozu dient unser Bibelstudium? Warum studieren wir die Bibel? Damit wir gescheiter werden? Damit wir zu allem guten Werk geschickt werden. Gott ist immer daran interessiert, dass wir unser Wissen in die Tat umsetzen. Und dazu brauchen wir einander. Wir brauchen keine Einzelkämpfer, sondern Menschen, die in der Gemeinschaft mit Gott und ihren Nächsten das Wort Gottes in die Tat umsetzen. Ellen White formuliert Folgendes, vom Schatten zum Licht. Gute Absichten genügen nicht. Es genügt auch nicht, das zu tun, was ein Mensch für richtig hält oder was ein Prediger ihm gegenüber als richtig bezeichnet. Also, ich würde mir natürlich wünschen, ihr würdet jetzt auf mich hören und das tun, was ich euch sage, aber um das geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass ihr selbst forschen müsst.
Das Heil des Menschen steht auf dem Spiel und er sollte selbst in der Schrift lesen. Nein, forschen, tief reingehen. Ellen White formuliert an anderer Stelle, manche Wahrheiten der Bibel liegen an der Oberfläche, aber für andere muss man tief graben, mit Blut, Schweiß und Tränen sich engagieren, sich einsetzen, etwas erleben, in der Schrift forschen. Das Wort Gottes muss in unser Leben integriert werden, es muss in Herz und Verstand aufgenommen werden. Und Ellen White hat hier das biblische Verständnis von Herz, das Herz hier, das ist das Zentrum der Entscheidungen. Das, was vom Verstand, da ist das Herz die Schaltzentrale in die Hände und Füße. Das Wort muss nicht nur in unserem Verstand, sondern muss durch das Herz in unser Leben hineingehen. Das nächste, Gemeinschaft. Sie blieben aber, das haben wir gelesen, beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, 1. Johannes 1, Vers 7, wie geht dieser Text weiter? Spannend. Normalerweise würde ich sagen, wer aber im Licht wandelt, wie er im Licht ist, oh, der wird von einer Wolke zur nächsten schweben, der wird von einem Licht und einer Erkenntnis zur nächsten gehen. Aber dieser Text, der macht eine radikale Wendung. Es heißt nämlich, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Gemeinschaft ist es, was wir erleben sollen. Dazu möchte uns das Licht Jesu führen, zu einer liebenden Gemeinschaft, die füreinander da ist. Das Blut Jesu. Wir werden immer wieder schuldig am anderen. Und gerade in der Gemeinschaft ist es am herausforderndsten. Wenn ich allein bin, wir haben so als Menschen so manche Sprüche. Allein komme ich ganz gut zurecht, aber mit den anderen gibt es immer wieder Probleme. Und natürlich ist immer der andere schuld. Jesus sagt, wir müssen uns reinigen lassen. Wir müssen in Gemeinschaft aufeinander zugehen. Ich überspringe das jetzt einmal. Wir schauen uns das am Nachmittag noch mal ein bisschen an. Nachbarschaftshilfe. Hier ein wunderbarer Text aus Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Jesus erklärt in diesem Text, wie Gott ist. Gott ist schon ein sonderbares Wesen. Er schaut die Leute auf der Erde an, die Bauern, und dann schickt er eine Wolke drüber, über all die Bauern. Und dann sieht er, da ist einer ganz braver, gläubiger Mensch, da lasse ich regnen. Und da ist einer ganz bös, da lasse ich nicht regnen. Und wenn ich dann die Sonne aufgehen lasse, da ist ein braver Bauer, da lasse ich auch die Sonne drauf scheinen. Und dann kommt der böse Bauer, da schicke ich eine ganz dunkle Wolke, dass er ja keine Sonne erwischt. Sagt Jesus das? Nein. Er sagt, wir haben einen Gott, der tut allen Gutes. Das ist die Vollkommenheit, die sich Gott von jedem von uns wünscht. Gutes zu tun, selbst die Leute, die mir nicht nach der Nase stehen. Nachbarschaftshilfe. Auch hier möchte ich das kurz überspringen. Es geht darum, Ellen White, hier das Rote, mehr Zeit dem persönlichen Dienst widmen. Das ist es, was Gott möchte. Mission, ihr kennt den Auftrag Gottes, den er uns gibt, geht hinaus in alle Welt und ich kann euch nur raten, ihr jungen Leute, macht das. Gibt es hier im Studium, im Theologiestudium, gibt es noch den Missionstrip? Gibt es den noch, den wir früher hatten? Nicht mehr? Einmal 4 Wochen oder 3 Wochen irgendwohin mit Sharehim. Super. Junge Leute, macht das. Euer Leben wird sich verändern. Geht hinaus in die Welt, erlebt andere Kulturen, erlebt, wie andere Menschen mit dem Evangelium umgehen. Ich habe das mit Gemeinden aus meinem Bezirk gemacht. Wir sind verändert wieder zurückgekommen und durch die Gemeinde ist ein Druck gegangen. Geht hinaus, erlebt es, was es heißt,
in die Welt zu gehen. Das hier ist nur ein Überblick. Es geht einfach darum, dass Gott jeden von uns Gaben gibt. Heute Nachmittag werde ich auch darüber sprechen, wie wir solche Gaben entdecken können. Was es überhaupt alles für Möglichkeiten gibt. Welche Möglichkeiten jeder von uns hat. Und denkt immer anders, jeder von euch hat eine Gabe, die er für Gott einsetzen kann. Setz sie bitte ein. Vier Grundsätze für die Sabbatschule. Ich bin kurz drüber geflogen, über Bibelstudium, Gemeinschaft, Nachbarschaftshilfe, Mission. Das hier soll nur ein kleiner Vorgeschmack sein. Nicht einmal auf das heute Nachmittag, sondern auf eure Veränderung. Martin Luther King hat einmal formuliert, I have a dream. Er hat die Verwirklichung seines Traumes nicht erlebt. Die USA kämpfen immer noch mit der Verwirklichung seines Traums. Welchen Traum hast du? Ich habe den Traum, dass Sabbatschule etwas ist, was vier Elemente hat. Bibelstudium, Gemeinschaft, Mission, Nachbarschaftshilfe. Etwas, was wir neu entdecken können. Was jetzt? Ihr könnt heute Nachmittag kommen. Wir können gemeinsam nochmal konkret darüber nachdenken. Ihr könnt gerne auch Möglichkeiten nutzen, die euch die Schule hier bietet. Als Gemeinde, als Studenten, als Schüler. Ich würde davon träumen, dass Bogenhofen ein Leuchtfeuer wird, wo etwas umgesetzt wird, was schon 100 Jahre alt ist, mehr als 100 Jahre. Dass Bogenhofen eine wahrlich konservative, an guten Werten orientierte Schule ist und Gemeinde. Dass wir erleben, dass hier in Sabbatschul-Aktionsgruppen etwas passiert, was euer Leben und das Leben der Menschen um euch her verändert. Wenn das Buch herauskommt, wenn euch Angebote gemacht werden. Ich kann heute nur einen Aufruf machen. Ein Aufruf an euch, sich für Gott zu engagieren, sich für die Menschen zu engagieren, sich für euch selbst zu engagieren, dass ihr selbst wachst und ein Leuchtfeuer der Liebe und der Vollkommenheit Gottes in dieser Welt werdet. Amen.